Hallo, pertama-tama Als Wichtigste möchte ich zuerst sagen, diese Veranstaltung wird simultan verdolmetscht. Ihr könnt eure bevorzugte Sprache wählen, indem ihr auf den Globus klickt. Diese Diskussion verwendet eine Fishbowl-Diskussion. Das heißt, Sie alle haben einen Platz auf dem Podium. Wenn Sie einen Kommentar, eine Frage oder irgendetwas anderes beitragen möchten, klicken Sie bitte auf die Hand. Sie werden dann von den Moderatoren aus dem Off gefragt werden, ob ihr mit der Kamera oder nur mit der Stimme, also dem Audio, teilnehmen möchtet. Ihr werdet dann zum gegebenen Zeitpunkt aufgefordert, euch zuzuschalten. Wenn ihr anfangt zu sprechen, so sagt bitte, in welcher Sprache ihr sprechen werdet, damit sich unsere Dolmetscherinnen darauf einstellen können. Es wäre sehr gut, wenn Sie ein Headphone verwenden, und damit wir eine gute Qualität für die Übersetzung haben. Außerdem möchte ich alle daran erinnern, auch mich selbst, dass wir nicht zu schnell sprechen, damit alles richtig und vollständig übersetzt werden kann. Ihr könnt schon während der Beiträge die Hand heben. Das heißt, ihr müsst nicht warten, bis das Referat vorbei ist und der Kommentar vorbei ist. Wir freuen uns sehr, wenn ihr etwas beiträgt. Ihr könnt auch eine Frage im Chat schreiben, aber wir freuen uns vor allem, wenn es eine lebhafte Diskussion im Fishbowl-Format gibt. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wir fangen also an. Wir begrüßen alle zu der Veranstaltung Decolonizing Aid. Es ist eine Dialogreihe auf Englisch. Und ich möchte mich vorstellen, ich bin Lakshmi Savitri aus Indonesien und ich arbeite für das Ernährungsprogramm und für die an den Fragen der globalen Ernährung. Es wird überall gilt es, ja, hier können Sie zusammen, damit Sie eben in Solidarität und in Visionen zusammenarbeiten können. Die Dekolonisierung der Hilfe ist eine Veranstaltung, die von Medico International Institut Musintuvo und dem Fachbereich Globaler Süden der Goethe-Universität in Frankfurt am Main durchgestellt wird. Diese Initiative ist eine Reaktion auf die kritischen Stimmen auf der ganzen Welt, dass wir eine dekoloniale Wende brauchen in der Entwicklungsforschung und in der Praxis, um die Wurzeln der Machtverhältnisse zu entflechten, all diese Machtverhältnisse, die die rassistischen, geschlechtsspezifischen, sexualisierten und Klassenhierarchien der modernen Welt produzieren und stabilisieren. Wir sind Teil einer Bewegung, die für eine gute Welt arbeitet, mit alternativen Visionen und alternativen Praktiken. Und wir fragen uns hierbei, wo liegt die Hilfe? Was ist ihre Rolle? Was können wir machen? Welche Rolle spielt denn die Entwicklungshilfe oder die Hilfe überhaupt in diesem Bereich? Unsere letzte Diskussion im November, hier ging es um die Entwicklung und die Hilfe im Haus des Herrn, Kapitalismus, Heteropatriarchat und Rassismus. Die Sprecherin war Sima Luipert, eine Aktivistin für Menschenrechte und sozialen Wandel aus Namibia. Und heute sitzen wir im Garten des Meisters. Grüner Kapitalismus und seine Überschneidungen mit dem grünen Neokolonialismus. Hier geht es um die grundlegenden Mechanismen der kapitalistischen Produktion, nämlich die Extraktion von Material aus der Natur, um es in handelbare Waren zu verwandeln. Das Versprechen des grünen Kapitalismus ist es, Entwicklung, Wachstum und Umweltschutz in Einklang zu bringen. Aber die politischen und wirtschaftlichen Strategien
wie Kohlenstoffhandel und Ausgleich und auch nachhaltiger Konsum oder Netto-Null-Wachstum ermöglichen es Staaten und Unternehmen, diese bisher bestehende Politik der Zerstörung und Ausbeutung der Gemeingüter fortzusetzen. Nur jetzt unter dem Deckmantel der sozialen Verantwortung und des Umweltschutzes. Und das heißt, es werden weiterhin die Lebensgrundlagen lokaler und indigener Gemeinschaften im globalen Süden zerstört. Und der sozioökologische Wandel dient dem Norden. Wir fragen daher, wie diese Verbindung zwischen Zerstörung und soziologischem Umbau funktioniert. Wie überschneidet sich der grüne Kapitalismus mit den Entwicklungsdiskursen? Wie muss die Hilfe und Entwicklung transformiert werden, um einen Teil der Welt, einer neuen Weltordnung zu werden? Wenn wir jetzt nach Indonesien schauen, so sehen wir, dass Indonesien hier auf der Basis seines Vorschlags Red Plus eine, ja, und hier begrüße ich Nimo Bessi. Ich spreche kurz auf Englisch weiter. Activist, Autor and Poet. He is Director of the Environmental. Er ist Direktor des Environment Think Tank Health of Mother Earth Foundation in Nigeria und er ist auch Direktor von Oil Watch International. Er war auch Vorsitzender der Friends of the Earth International und war Exekutivdirektor von Nigerias Environmental Rights Action. Außerdem hat er 2010 den Right Livelihood Award bekommen. Nimo Bessi schrieb und sprach über Neokapitalismus, grünen Kapitalismus auf dem afrikanischen Kontinenten. Nimo, du hast jetzt 25 Minuten Zeit, um uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen. Hallo? Hallo? Hallo, Nimo? Nimo? Can you hear me clearly? Nimo, kannst du uns hören? Sorry, I lost you for a moment. Tut mir leid, ich habe kurz die Verbindung verloren. Vielen Dank erst einmal für die Einführung und dass du mich vorgestellt hast. Es tut mir leid, dass ich später dazu gekommen bin. Ich hatte noch eine andere Sitzung und ja, es war alles sehr knapp mit dieser Sitzung. Habe ich jetzt das Wort? Ja, gerne. Du hast das Wort. Vielen herzlichen Dank. Zuallererst vielen herzlichen Dank für die Organisation dieser Veranstaltungsreihe. Das ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr modernes Thema, für uns sehr wichtig, nicht nur in Afrika und nicht nur im globalen Süden, sondern überall auf der Welt. Wir haben viele Probleme durch den Neokapitalismus, Neoliberalismus, Neokolonialismus und die Denkweise herrscht immer noch vor auf der Welt. Und wir müssen dieses System verändern und kontextualisieren, sonst werden wir keine Lösungen finden. Das ist sehr wichtig für den Klimawandel, für Klimagerechtigkeit und auch in Bezug darauf, wie wir mit der Artenvielfalt umgehen, wie wir sie schützen. Das haben wir auch bei der COP15 und bei der Artenvielfaltkonferenz gesehen. Und in Bezug auf den Klimawandel haben wir sehr viele große Probleme. Vor vielen Jahren bestand schon diese Mentalität, die auch zum Klimawandel geführt hat. Jetzt gibt es den CO2-Handel und viele andere Mechanismen, die damit einhergehen. Jeder weiß, dass Wälder gerodet werden und abgeforstet werden. Aber jetzt gibt es das RED-Programm. Hier sollen Emissionen eingespart werden. Das finden alle gut. Aber hier gibt es ein Problem mit dem RED-Programm.
Hier werden nämlich die lokalen Gemeinschaften weg von ihren Wäldern gehalten und sie sehen das als spirituellen Lebensraum an. Manchmal werden kleinere Anpassungen gemacht, sodass die lokalen Gemeinschaften mit einbezogen werden, aber trotzdem wird hier viel zerstört, weil die lokalen Gemeinschaften sich nicht mehr selbst organisieren können und weil sie das Geschenk der Natur nicht mehr so annehmen können wie zuvor. Es gibt also sehr viele Lösungen für den Klimawandel, über die wir sprechen. Und die beziehen sich immer auf Dinge, die auch noch die Klimaungerechtigkeit fördern. Wenn wir über Klimaungerechtigkeit sprechen, meinen wir Folgendes. Diejenigen, die verantwortlich sind für das Problem, haben auch die Verantwortung, Lösungen darzulegen. Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber das sehen wir nicht. Das geschieht nicht. Wir sehen das bei jeder Klimakonferenz. Da gibt es immer eine Säule, und zwar die gemeinsame Verantwortlichkeit. Und das ist ja auch der Grundsatz der Klimagerechtigkeit. Aber die Wahrheit ist doch, dass das die gemeinsame Verantwortlichkeit ein Prinzip bleibt, dass die Verursacher auch zur Rechenschaft gezogen werden, aber das wird nicht in die Praxis umgesetzt. Es ist nur ein Grundsatz. Wir sehen das in den verschiedenen Dokumenten, im Pariser Abkommen, im Glasgower Abkommen oder auch bei den Ergebnissen der COP27 in Sharm el-Sheikh. Aber es ist nur eine Illusion, eine Vision. Es wird nicht in die Praxis umgesetzt. Und das ist auch der Grund, warum wir immer noch diese geschwächten, anfälligen Nationen haben, die von mächtigen Ländern abhängen, die um Hilfe bitten. Und das ist auch der Grund, warum wir einen Wandel sehen. Die Nationen machen letztendlich, was sie wollen. Sie haben keine verbindlichen Ergebnisse, also Prozentsätze, die sie erreichen wollen. Die Beiträge der einzelnen Länder sind Dinge, die die mächtigen, reichen Länder eingerichtet haben. Sie sagen, jeder ist verantwortlich, jeder muss einen Beitrag leisten. Aber man muss das ja auch gemäß der Größe machen und den Beitrag zu den Emissionen. Und das ist wieder hier dieses Abkommen der reichen, mächtigen Nationen. Wenn man also sagt, man teilt sich die Verantwortung auf, dann passt das oft nicht zu den nationellen Beiträgen. Wir verschmutzen natürlich die Atmosphäre, aber hier wird nicht die Gerechtigkeitsfrage angesprochen. Das ist auch das Problem bei Pariser Abkommen. Wir haben gesehen, dass wir Emissionsgrenzen einsetzen wollten und dieses Jahr war es wieder so vor der COP27. Da wurden dann diese Emissionslücken definiert und Emissionsgrenzen definiert. Und es wurde herausgefunden, dass wir hier keine positiven Auswirkungen sehen werden in Bezug auf den Temperaturanstieg weltweit. Letztendlich befinden wir uns auf dem Pfad hin zu 2,7 Grad Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts. Und das wäre ein Desaster. Das ist eine Katastrophe. Die Klimaverhandlungen haben dazu geführt, dass letztendlich mehr Emissionen in die Atmosphäre gepustet werden und die Emissionen nicht im Boden bleiben. Es gibt einige Gebiete weltweit, wo mehr natürliche Ressourcen abgebaut werden. Und diese Gebiete werden dann so betrachtet, als könnte man sie opfern. Der Welt fehlt es an der Bereitschaft, das System zu ändern. Wir haben jetzt die kohlenstoffreichen Energiequellen
Und es gibt keinen Willen, das zu ändern und erneuerbare Energien einzusetzen. Das scheint nämlich immer noch der einfachste Weg zu sein und auch der sogenannte effizienteste Weg, in Anführungsstrichen. Anmerkung der Dolmetscherin, wir haben gerade keinen Ton. Soll ich ins Deutsche sprechen? Hört ihr mich? Hallo? Nemo? It seems that we lost the connection with Nemo. Wir haben wohl die Verbindung verloren mit Nemo. Vielleicht warten wir einen Moment, ob sie wieder aufgebaut wird. Mari kita menunggu sekitar 3 menit barangkali. Es scheint, dass Nemo Basse die Verbindung abgebrochen ist und dass er, wir warten darauf, wir dass warten er noch, wieder ob Nemo wieder zu uns zurückkommt. Okay, well, we are während wir warten. Gut, also während wir warten, ist es am besten, dass ich vielleicht einige Punkte von dem, was hier gesagt wurde, vielleicht kann ich zunächst mitgebe, mal die wichtigsten Punkte alle ansprechen. Global Übereinkommen bisher eine das, Form was eben des angesprochen wurde, sind eigentlich alles Punkte der Kolonialisierung. Dadurch keine auch die Klimagerechtigkeit bisher geschaffen wurde. Und das ist aber eine ganz große Herausforderung, besprechen, dass wir sie wie gemeinsam können wir realisieren. Den richtigen Weg gemeinsam als finden. Klimagerechtigkeit. Zurück. Vielleicht während wir warten, vielleicht wir gibt es warten, einige von Ihnen, die vielleicht etwas jemand, dazu der sagen etwas möchten. Damit, er ist schon oh, wieder Entschuldigung, zurück. Er ja, ist vielen schon Dank, wieder mit uns verbunden. Das. Hallo, Nemo? Are you already my apologies, my internet just... No problem. Yes, we share my the same internet condition. Fails. Ja, tut mir leid, das Internet hat mich verlassen. Gar kein Problem, das kann passieren. Möchtest du direkt weitermachen? Ja. Gut, ich werde auch direkt zum Schluss kommen, sodass wir dann eine Diskussion führen können und Fragen diskutieren können. Ich sprach gerade darüber, wie die Nationen die Emissionslücke nicht schließen können. Das sehen wir insbesondere in dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Die Staaten tun nicht, was nötig wäre, um die Welt vor einer katastrophalen globalen Erwärmung zu schützen. Und das liegt an dem Einfluss der Unternehmen. Sie hatten über 36 Delegierte bei der letzten COP. Vor der letzten Konferenz wurde ein Dokument veröffentlicht. Da ging es um die Entfernung von CO2. Da sah man sich aber nur das CO2 in der Luft an und nicht im Boden. Und deshalb ist es überall in Afrika und überall im globalen Süden so, dass die transnationalen Unternehmen versuchen, fossile Brennstoffe abzubauen. In Afrika, in Uganda zum Beispiel, auch in Tansania, Entschuldigung, da läuft durch Tansania eine Pipeline. In Okavango, das ist ein Welterbestätte, auch dort findet dieser Abbau statt, auch im Okavango-Delta. Dort leben über 20.000 Menschen. Und das Niger-Delta ist einer der verschmutztesten Orte auf der Welt.
Hier wird bereits seit 64 Jahren Öl gefördert. Und nun gibt es in Europa einen neuen Plan für eine Pipeline vom Niger-Delta nach Marokko, damit das Gas dann weiter nach Europa geliefert werden kann. Und auch vom Niger-Delta durch die Sahara soll eine Pipeline gebaut werden nach Europa. Also wir sollten uns wegbewegen von fossilen Brennstoffen, aber die Interessen der Unternehmen, die kolonialen Interessen konzentrieren sich immer noch darauf, die Ressourcen aus bestimmten Gebieten auszubeuten, sodass sie zu Hause ihren Lebensstil weiterführen können, ihren Lebensstil, der sich über Konsum definiert und der langfristig nicht nachhaltig ist. Wir sehen auch, dass wir das Problem hier beim Namen nennen müssen. Es ist ein Neokolonialismus. Bei der letzten COP haben wir das auch gesehen. Es gab all diese Debatten, aber es wird nicht benannt, dass die fossilen Brennstoffe aus dem Energiemix entfernt werden müssen. Wir müssen die fossilen Brennstoffe beenden. Wir müssen sie herunterfahren, diese ungebremste Kohle abbauen. Wir müssen das bremsen, die Kohle, die fossilen Brennstoffe. Das wäre gut, wenn wir das machen würden, aber das passiert nicht. Denn diese Energie haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Kurz nach der industriellen Revolution wurden diese Brennstoffe ausgebeutet und genutzt. Und wenn wir nichts dagegen tun, dann werden wir eine verheerende globale Erwärmung und eine Zerstörung der aktuellen Gesellschaft erleben. Das ist das Problem, vor dem wir heute stehen. Das CO2 in der Luft entfernt werden, damit wir nicht mehr aus dem Boden rausholen. Das ist tatsächlich das Ziel, was wir brauchen als Klima-Champions. Weiterhin werden allerdings immer diese Brennstoffe abgebaut. Es gibt so viele Gründe dafür, warum das gemacht wird. Der eine ist, dass die Öl- und Gasunternehmen diese Reserven aufbauen wollen, obwohl sie gar nicht gebraucht werden. Aber wenn wir so weitermachen, dann wird der Planet in Flammen aufgehen. Wir haben bereits mehr als das, was verwendet werden kann, was verbrannt werden kann, innerhalb der Erwärmungsziele, die wir haben. Wir müssen das CO2 in langfristigen Reservoirs in der Erde, vielleicht im Ozean oder in der Luft speichern. Wenn diese Konferenz über langfristige Speicherung spricht, dann bedeutet das, dass diese Speicherorte nicht für immer zur Verfügung stehen. Wenn man also einmal in die Zukunft denkt, dann bedeutet das, dass wir die Atmosphäre der Zukunft kolonialisieren. Und die Menschen können auf der Erde weiterleben, aber wir verlagern das Problem in die Luft. Das ist dann ein Problem zukünftiger Generationen. Und das wiederum ist ein Verbrechen an zukünftigen Generationen. Das können wir so nicht akzeptieren. Und auch die Speicherung von CO2 im Ozean hat Auswirkungen. Deswegen stellt sich die Frage, in wessen Territorium, in welchem Gebiet können wir CO2 speichern? Wir können ganz eindeutig sehen, dass diejenigen, die vom Ozean abhängen für ihre Kultur, für ihre Lebensgrundlage, ihre Spiritualität, die werden negative Effekte davon spüren. Das wird Auswirkungen auf die Wolken haben, auf ganz verschiedene Bereiche. Und das wird auch sehr schwere Ungleichheiten schaffen, ebenso wie der Neokolonialismus. Das müssen wir beim Namen nennen. Und wir müssen etwas dagegen unternehmen. Wir dürfen die Natur nicht manipulieren. Wir müssen in Harmonie mit der Natur leben. Und letztlich möchte ich noch kurz über Verluste sprechen.
Das war tatsächlich das Highlight-Thema bei der letzten COP. Aber es war nicht, wurde nicht 100% dort so gefeiert. Es wurde von den Aktivisten gefeiert, weil hier zum ersten Mal Gerechtigkeit mit aufgeführt wurde. Und das war recht praktikabel. Aber es wurde keine Klimafonds aufgestellt, die effektiv wären. 10 Milliarden pro Jahr nach 2020, dann 100 Milliarden. Aber dieses Geld haben wir nie gesehen. Das wurde in keinem Jahr erreicht. Und diese Verluste wurden jetzt angesprochen. Vielleicht wird es nächstes Jahr 23. Da wird vielleicht verhandelt, wer das Geld geben soll. Und zwar bis zur COP29. Diese Verluste sollen für dieses Loss and Damage soll für die Nationen da sein, die besonders bedürftig sind. Insbesondere die bedürftigen Nationen. Und all dies ist jetzt auf dem Tisch. Und wir müssen etwas unternehmen. Delegierte aus reichen Ländern sagen, okay, dieses Loss and Damage haben wir gehört, aber da haben wir nichts mit zu tun, denn wir haben keine Verantwortung im Bereich des Klimawandels. Wenn wir diese historischen Verantwortungen nicht akzeptieren, dann wird das mit Loss and Damage nicht funktionieren. Dann werden wir die Herausforderungen nicht meistern können. Und das müssen wir verhandeln auf der ganzen Welt. Es bedeutet, dass jemand über Verantwortung übernehmen muss. Das kann man sich nicht einfach wegwünschen. Diese Verantwortung muss übernommen werden und diese Klimaschuld muss bezahlt werden. Das ist für mich Dekolonialisierung, diese Verantwortung zu akzeptieren und die Klimaschuld zu bezahlen. Ich bedanke mich und ich denke, dass wir jetzt eine gute Diskussion zu diesem Thema haben können. Vielen Dank, Nimo. Ich werde jetzt in Bahasa weitersprechen. Dann eine Frage, die sehr dringend zu beantworten ist, wer sind die Länder und diejenigen, die Verantwortung tragen? Wenn diese Frage nicht beantwortet wird, dann können keine entsprechenden Schritte unternommen werden. Und auch die Funktionen in diesem Zusammenhang der Industrie und das muss eben geschehen. Und nur so kann Dekolonisierung in diesem Bereich stattfinden. Verehrte Freunde, ich sehe, es gibt schon eine erhobene Hand. Es möchte jemand etwas beitragen. Bitte, Denise, sprich. Gibt es eine Frage? Ja, vielen Dank, Lakshmi und Nimo, für diese interessanten Einblicke in grünen Kapitalismus und all die Ungerechtigkeiten. Einige haben bereits ihre Hände gehoben und möchten Fragen stellen. Die erste Person auf unserer Liste hier ist Silke. Liebe Silke, sprich gerne. Silke. Silke, du kannst jetzt das Mikrofon einschalten und sprechen. Und mit uns sprechen, wenn du möchtest. Silke, du kannst dein Mikro öffnen und sprechen. Es scheint ein kleines Problem zu geben. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter mit der zweiten Frage. Und das wäre von Radwa. Liebe Radwan, sprich bitte. Hallo, Radwa. Radwa? Hallo, Radwa. Kannst du uns hören?
Ja, Radwa kommt sofort dazu und dann kann sie gleich sprechen. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für diese sehr interessante Einführung und auch für diesen sehr interessanten Beitrag von dir, Nemo, und natürlich auch von dir, Lakshmi. Lakshmi, du sagtest zu Beginn, dass der Grundgedanke des Neokolonialismus und des grünen Kapitalismus darin besteht, Wachstum, Entwicklung und den Ressourcenabbau in Einklang zu bringen. Und damit geht ja auch Klimaungerechtigkeit einher. Darauf aufbauend habe ich mich gefragt, das ist eine Frage an euch beide, Lakshmi und Nemo, und natürlich kann jeder andere auch noch darauf antworten und einen Beitrag leisten. Wie sieht die Verbindung aus? Was ist die Verbindung zwischen grünem Kapitalismus, der Ausbeutung, die du, Nemo, beschrieben hast, und wie ist die Verbindung zur Hilfe? Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen mehr sagen. Und vielleicht noch ein paar Argumente darlegen, einige Punkte, das wäre ganz interessant. Vielen Dank. Bevor ich weitere Sprecher bitte, ich möchte erst einmal Beispiel. In Indonesien hat schon Unterstützung bekommen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Einige Millionen, 103 Millionen. Und es wurde auch schon einige Programme erfolgreich absolviert. Und auch auf der Basis der Periode von 2014 zu 2016 und die Ergebnisse. Und dies muss man auch im Zusammenhang sehen mit dem Genozid auf Papua, denn es gibt einige Projekte der Regenerierung und Aufforstung dort. Es wurden aber viele Siedlungsgebiete und Waldgebiete entwaldet. Und auch durch Sicherheitskräfte geschieht dies. Aber was eben nicht gerecht ist, diejenigen, die hier gegen Recht verstoßen haben, die wurden auch nicht dafür belangt. Und auch was Nemo eben sagte, das heißt, solche Hilfsprogramme schaffen nicht wirklich Gerechtigkeit, sondern Ungerechtigkeit. Das heißt, Kapitalistische Art der Unterstützung, auch die Extraktion von Naturressourcen, schafft Ungerechtigkeiten. Und vielleicht möchte jemand jetzt doch noch etwas beitragen und seine Meinung vortragen. Munkin? Hallo, Nemo. Oh, yes, Radwa. Ja, Radwa. Oh, ja. 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 Ich möchte gerne einmal auf die Fragen reagieren, die wir auch im Chat lesen können. Young Alter, die Chatbox. Bagaimana. Hier geht es darum, Bantuan, wie Hilfe dann auch die Zerstörung einiger Gebiete verringern und die Situation zu verbessern. Nun, ich denke, die meiste Hilfe geht über Regierungen, die nicht transparent sind. Manche sind auch Diktaturen. Und manchmal ist es eine Art der Maschinerie.
Aber was getan werden muss, ist, dass Hilfe demokratischer werden muss. Wir brauchen eine Hilfe, die von unten nach oben kommt, sodass die lokalen Gemeinschaften gefördert werden, sodass sie genau das bekommen, was sie brauchen. Und das brauchen wir in multilateralen Systemen. Natürlich kann die Regierung dazu einen Beitrag leisten, aber wir müssen die Situation vor Ort in Betracht ziehen. Und das muss national geschehen. Sonst geht die Hilfe einfach nur zentral in die Länder und dann wird die Situation, die es gerade gibt, also der Status quo, einfach nur noch verstärkt. Und das ist dann eine Wirtschaft, die komplett ignoriert, was die Menschen vor Ort eigentlich brauchen. Und die Geberländer sollten nicht in den Betrieb investieren, der auch eine negative Auswirkungen vor Ort haben sollte. Die Finanzierung muss dazu genutzt werden, dass die Leute sich besser verhalten wollen. Das heißt, dass die zerstörenden Aktivitäten von großen Konzernen unterbunden werden müssen. Das darf nicht weiter mit Anreizen versehen werden. Und das ist einfach auch meine Erfahrung, die ich in Nigeria gemacht habe. Wir haben großartige politische Maßnahmen, die entwickelt wurden für das Niger-Delta. Aber letztendlich geht es den Menschen schlecht vor Ort. Sie bekommen Krankheiten. Wir sehen so viele negative Auswirkungen an einigen Orten durch die Umweltzerstörung. Und die Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, werden nicht zur Rechenschaft gezogen und verschlimmern das System noch. Außerdem gab es noch eine Frage zur kolonialen Struktur der COP. Nun, manchmal wird mir auch die Frage gestellt, ob ich die COP boykottiere. Und vor der COP27 hatten wir auch sogenannte Counter-COPs, also Gegen-COPs. Da werden dann Ideen von Menschen vorgeschlagen, die Alternativen darstellen zur COP. Aber wenn die COP boykottiert wird, gibt es andere Veranstaltungen der Zivilgesellschaft. Aber häufig wird dann mit denen zusammengearbeitet, die die Probleme überhaupt verursachen. Also die COP einfach nur zu boykottieren, wäre nicht genug. Wir brauchen eine globale Gegen-COP. Und das hatten wir sowas Ähnliches schon mal in Kolumbien, in Bolivien 2010. Und zwar war das eine Organisation von Rise of Mother Earth. Und so eine globale Veranstaltung müsste jedes Jahr immer wieder stattfinden. Und zwar muss dagegen diese Interessen der Mächtigen argumentiert werden, sodass die Leute, die vor Ort betroffen sind, verhandeln können. Aber es ist leider immer noch so, nach Jahren der verschiedenen COP-Konferenzen, dass die Aktivitäten, die notwendig wären, nicht umgesetzt werden. Letztendlich brauchen wir globale Solidarität. Und bei jeder COP haben wir auch klare Aktivitäten, die ganz offen auf der Hand liegen. Zum Beispiel müssen wir den Militarismus stoppen. Da werden so viele US-Dollar reingesteckt und wir können nicht mal die paar Milliarden für den Klimaschutz zur Verfügung stellen, weil so viel Geld ins Militär geht. Thank you, Nemo and Lakshmi, for the questions you answered. Vielen Dank, Nemo und Lakshmi. Vielen Dank auch an die Fragesteller in den Chat. Und
Vielen Dank, dass auch die Themen Solidarität und gegen COP angesprochen wurden. Und jetzt haben wir noch eine Frage von Deborah. Sie wird gleich zugeschaltet werden. So, da ist Deborah. Wenn sie möchte, kann sie sich melden und die Frage stellen. Vielen herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke. Meine Frage bezieht sich auf etwas, was schon vor einigen Schritten vorher gesagt wurde. Es geht um den globalen Süden. Dass es hier einmal diesen territorialen Aspekt gibt und die Ressourcen und dass jetzt auch neue Alternativen für die Postentwicklung gefördert werden. Wir brauchen Strategien von unten nach oben, wir brauchen mehr Empowerment, wir brauchen mehr Arbeit mit den Gemeinschaften vor Ort. Das sind langfristige Entwicklungsprojekte und vielleicht sollten wir da unsere Strategien ebenfalls anpassen. Und meine Frage ist, wenn der Klimawandel auch den Fokus auf die Entwicklungsarbeit richtet, konzentrieren wir uns dann eher auf diese Projekte, die diese schlechten Fälle, also Worst-Case-Szenarien darstellen? Und wie kann das Bottom-up funktionieren, also von unten nach oben? Nemo, möchtest du die Frage vielleicht beantworten? Vielen Dank, Deborah. Ich denke, das ist ja eher ein Kommentar oder ein Beitrag. Und ich möchte einfach nur sagen, ich stimme voll und ganz mit dir überein. Ich hoffe, dass wir einen Wandel hin zu erneuerbaren Energien sehen, sodass wir auch demokratischere Entwicklung sehen werden. Wir glauben, dass es auch sehr wichtig ist, die Entwicklung neu zu definieren. Entwicklung kann nicht einfach als selbstverständlich angesehen werden. Das ist ja eine Entwicklung, die schon 200, 300 Jahre anhält. Und wir müssen jetzt sehen, wo sind wir gerade? Wohin bewegen wir uns? Und letztendlich bewegen wir uns in die falsche Richtung. Wir bräuchten mehr als einen Planeten, um so weiterzumachen, wenn wir weiter so verbrauchen würden, wie wir jetzt verbrauchen. Wir müssen also unser Verbraucherverhalten ändern. Wir müssen unser System ändern. Und wir müssen auch unsere Beziehung zu anderen Menschen und zur Natur ändern. Beim Klimawandel geht es oft darum, dass wir immer über die Artenvielfalt sprechen und auch über die Menschen, die Auswirkungen auf die Menschen. Aber wenn wir der Natur wirklich zuhören würden, wüssten wir, wie die richtige Antwort auf die globale Erwärmung aussehen würde. Da wäre die Situation ganz anders. Also wir müssen die Entwicklung neu definieren. Und es gibt einige Vorschläge aus Lateinamerika und Afrika. Und da geht es mehr darum, ein gutes Leben zu führen. Ein gutes Leben zu führen. Und bei einem guten Leben geht es nicht um die materiellen Dinge, die man hat, sondern auch, was brauche ich, was brauchen die anderen. Und das liegt alles in der Natur. Und wir müssen dabei immer auch die Interessen der anderen mit in Betracht ziehen, nicht nur unsere eigenen. Und wenn wir die ganze Struktur dorthin verändern, könnten wir auch das ganze System verändern. Aber dafür brauchen wir sehr viel Demut. Wir müssen nämlich auch akzeptieren, dass der Weg, wohin wir gerade gehen, nicht richtig ist. Wir müssen uns also fragen, wo wollen wir hingehen? Ja, das waren tiefe Einblicke. Vielen Dank dafür. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es noch jemanden, der einen Beitrag leisten möchte? Ja, es gibt einige Fragen im Chat, die möchte ich gerne vorlesen, aber ihr könnt auch gerne euch zuschalten lassen. Ida hat zum Beispiel im Chat gefragt, was denken Sie in Bezug auf die Beziehung zwischen Schulden und Klima?
Ist das vielleicht eine Idee, Klimaschuld auch im globalen Süden so anzugehen? Nun, vielen Dank für die Frage. Die Schuld, die es gibt, die angeblich vom globalen Süden getragen werden muss, die Schuld muss erlassen werden. Wir sehen, dass viel weniger Hilfe in das Land kommt. Also wir sind ein Netto-Exporteur von Finanzierung. Und das war schon immer so, vor der imperialen Zeit, vor der kolonialen Zeit. Und es geht viel mehr Finanzierung raus als rein. Und diese Frage der Schuld, der Schulden, da geht es auch immer darum, dass die Nationen Geld leihen wollen. Und das vertieft dann nochmal die Ungleichheiten. Je mehr man sich auf die Schulden konzentriert, desto schwieriger wird es, die neuen Strukturen aufzubauen. Und man hört gar nicht mehr auf damit. Man muss immer nur seine Schulden bezahlen. Also die Schulden müssen erlassen werden. Und wir müssen uns die gesamte Architektur, die gesamte Wirtschaftsarchitektur anschauen. Auch beim Internationalen Währungsfonds. Die scheinen gar kein Interesse daran zu haben, die gesamte Welt zu betrachten. Das sind nur einige wenige mächtige Länder, die hier die Strippen ziehen. Und sie zwingen es dann anderen Nationen auf, Dinge zu unternehmen. Und hier wird dann die soziale Unterstützung, die Bildung, die soziale Struktur, die öffentlichen Institutionen zerstört. Und letztendlich gibt es dann die Schocks, die daraus entstehen. Und ich denke, wenn die Schulden erlassen werden und wenn wir verhindern, dass das nochmal passiert, dann haben wir auch mehr Ressourcen, um globale Erwärmung zu bekämpfen. Und wir sollten uns dann nicht auf diese Schulden konzentrieren. Da würde ich noch etwas hinzufügen. Wenn wir uns Länder ansehen, die in der Vergangenheit unter französischer Kolonialherrschaft waren, und wo Frankreich ihnen nicht erlaubte, die Ressourcen zu nutzen, was aus ihrem Land kam. Das haben Sie sicher schon mal gehört. Das sind diese Wunden, die heute noch offen liegen, die Wunden des Kolonialismus. Sie haben keinen Zugang zu ihren eigenen Fonds, weil sie immer noch in den Händen der Zentralbanken oder wo auch immer liegen. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich einmal die Frage stellen, wer diese Schulden tatsächlich braucht. Sind es diejenigen, die Schulden haben oder diejenigen, denen geschuldet wird? Da sollte vielleicht die Frage der Schuld selbst einfach umgedreht werden, damit wir hier Gerechtigkeit schaffen. Denise, können wir weitermachen? Ja, wir haben noch jemanden. Joni oder Joni möchte gerne gleich etwas sagen. Und ich möchte auch alle ermutigen, dass ihr eure Hand heben könnt. Wenn ihr eine Frage stellen möchtet oder einen Kommentar machen möchtet, dann könnt ihr euch gerne melden. Und jetzt kommt Joni. Joni kann sich jetzt gerne einmal freischalten. Allgemein in die Runde. Glaubt ihr an das Ende des Kapitalismus? Und für mich ist Umweltschutz und Kapitalismus ist eine zusammenhängende Frage und wir müssen in meinen Augen die kapitalistische Produktionsweise überwinden, um die Fragen von Umweltschutz stellen zu können. Und das gehört für mich zentral zusammen, weil es geht ja im Kapitalismus darum, Kapital zu akkumulieren. Und das ist ein Hauptwiderspruch, wenn man auf das Klima guckt.
Well, thank you so much, Johnny. Ja, vielen Dank, Joni. Ich stimme dir absolut zu. Der Kapitalismus ist die Ursache der globalen Erwärmung. Das Problem wurde von den Märkten geschaffen, von dem Bedarf zu akkumulieren, zu sammeln und keine Verantwortung zu übernehmen, sondern zu sagen, wir haben ein Recht, das, was wir haben, ist unser Recht. Da ging es um Territorien, um Ressourcen. Das sollte eine Stabilität schaffen. Wenn wir uns jetzt das gute Leben ansehen, dann bedeutet das eigentlich, dass wir den Kapitalismus beenden müssen. Das ist ganz klar. Wir können nicht in Solidarität leben. Die Dolmetscherin hat leider massive Tonprobleme. Der Redner ist leider gerade sehr schlecht zu hören. Others in, but when will it be resolved in an organized way, or it will stop one day when there's no other alternative? And that's vielleicht wird der Kapitalismus eines Tages enden, wenn es keine andere Alternative gibt. Ja, Nimo, ich stimme absolut zu. Wir müssen vom Individualismus zu einer Gemeinschaft hinkommen. Denn der Grundgedanke ist doch, dass wir alle auf dem gleichen Planeten leben. Und momentan denken alle immer nur an sich selbst. Ich weiß nicht, ob dadurch der Kapitalismus per se beendet werden kann, aber ich glaube, dass das der Ausgangsgedanke ist. Maybe I can give vielleicht könnte ich noch eine weitere Frage aus dem Chat stellen, insbesondere an Nimo. Nikolai fragt nach deiner Erfahrungen als Mitglied des Vorstands von Oil Watch International und insbesondere der in Bezug auf die Ölförderindustrie. Und was ist deine Rolle bei der Beobachtung dieses kapitalistischen Projekts? Was ist euer Angang dort? Das ist eine sehr komplexe und sehr schwierige Frage. Oil Watch International hat 1996 angefangen gegen die Ausweitung von der Extraktion fossiler Brennstoffe angekämpft. Wir sehen jetzt in einigen Orten ganz gute Ergebnisse. In den Gemeinden können wir humanitäre Hilfe wird dort geleistet und das beeinträchtigt natürlich die Industrien. Denn in vielen Ländern sind diese Unternehmen so mächtig, dass man kaum einen Unterschied zwischen ihnen und den Regierungen. Und manchmal sind tatsächlich die Regierungen verantwortlich für die Aktionen dieser Unternehmen. Die Gemeinden müssten hier mehr Macht haben. Die Frage ist tatsächlich, wo geht die Hilfe hin? Geht sie in die Gemeinden oder geht sie an die Regierung? Wenn sie direkt an die Gemeinden geht oder an soziale Strukturen vor Ort, dann hätte sie positive Auswirkungen. Damit könnte dieser Kolonialismus hier eingeschränkt werden. Aber zum Beispiel in Nigeria verkaufen die transnationalen Unternehmen an nigerianische Unternehmen und diese haben genauso viel Einfluss auf die Regierung. Also die Opfer sollten eigentlich die Hilfe bekommen. Das sind die Menschen vor Ort. Aber sie sind die Einzigen, die uns sagen können, was sie wirklich brauchen. Und hier muss das System verändert werden. Und hier muss etwas verändert werden. Die Unternehmen und
Die Regierungen nehmen den Menschen ihre Souveränität. Die Menschen sind nicht mehr souverän. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Stimmt das, Denise? Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich noch 25 Minuten bis 2 Uhr hier nach deutscher Zeit. 2 Uhr ist das Meeting angesetzt. Gibt es weitere Fragen? Ja, wir haben eine Frage von Beate. Sie hat ihre Hand gehoben. Wir möchten Beate gerne einladen, zu uns zu sprechen. Beate, you can now unmute yourself and speak. Beate, du könntest jetzt dein Mikrofon einschalten und sprechen, wenn du möchtest. Okay. There seems to be a little technical problem. Maybe then I can give. Da scheint es ein kleines technisches Problem zu geben. Vielleicht könnte ich dann noch eine Frage aus dem Chat weitergeben, eine Frage, die Nimo bereits angesprochen hat, aber ich würde gerne auch von Lakshmi da noch die indonesische Perspektive zu hören. Das ist eine große Frage, denke ich. Die Frage ist, wie kann Hilfe und vielleicht auch Solidarität aufgestellt sein, um als transformative Macht oder Kraft im Bereich des Klimawandels sein, anstatt dass es so unstabilisierend ist, so wie es im Status quo der Fall ist. Vielleicht könntet ihr dazu noch etwas sagen. Ja, das ist wirklich eine große Frage, wie das aufgestellt werden kann. Nun, vielleicht ist es so, dass wir in unserer Erfahrung gesehen haben, dass Solidarität aufgebaut wird, wenn Probleme aufkommen. Es gibt verschiedene Probleme, Beschränkungen, Schwierigkeiten, die aus dem Kapitalismus entstehen. Und diese Probleme kommen überall in Indonesien vor und in ganz verschiedenen Formen und Arten. Sie sind nie gleich. Sie sind nie so wie woanders. Wir müssen uns also ansehen, was am meisten benötigt ist, wenn diese Probleme auftauchen. Wenn man das aber in den globalen Gedanken der Solidarität denkt, dann muss uns klar sein, dass es bei Solidarität nicht darum geht, dass einer dem anderen hilft, sondern es geht darum, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir müssen uns retten. Und uns retten bedeutet den ganzen Planeten retten. Das ist also die Denkweise, die wir brauchen, um diese Solidarität aufzubauen. Ja, das wären meine Gedanken dazu. Ich habe hier einen Kommentar im Chat von Hendrik. Er schreibt, der grüne Kapitalismus scheint für die Menschen im globalen Norden die beste Lösung zu sein. Er ermöglicht es ihnen, ihren Lebensstil und ihre Positionen in der globalen Hierarchie aufrechtzuerhalten. Um das zu ändern, bedarf es jahrelanger Verhaltensänderungen und eines wachsenden Verständnisses für unsere Zusammenhänge und einer Menge Einfühlungsvermögen. Und das braucht Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Ich habe also das Gefühl, dass wir uns in einem Teufelskreis befinden, in dem wir es nicht abwarten können, die in Anführungszeichen Massen im Norden für uns zu gewinnen, dies aber auch dringend nötig haben. Wie soll es weitergehen? Auch das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige, große Frage für Sie beide, für euch beide. Ja, tatsächlich eine große Frage. Ich finde sie aber auch sehr wichtig, denn wir haben das ist genau das Problem. Wir haben nicht die Zeit.
Aber es gibt eine Philosophie, an die ich wirklich glaube. Wir können nicht alles auf einmal machen, aber wir können immer eine Sache auf einmal machen. Es gibt immer etwas, was wir tun können. Und genau diese eine Sache müssen wir identifizieren. In Bezug auf die Solidarität zwischen dem Norden und dem Süden, glaube ich, dass diese Solidarität sich langsam aufbaut. Es gibt Menschen, die möchten überall Grenzen aufziehen, Mauern bauen, sodass niemand von einem Territorium ins andere wandern kann. Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen sehr viel empathischer. Die Menschen gehen aufeinander zu. Und ich glaube, dass wir diese Art der Zusammenarbeit fördern müssen. Hier kann auch diese kulturelle Produktion kann sehr hilfreich sein. Sie bringt Menschen zusammen. Menschen können Musik und Gedichte miteinander teilen. Ich zum Beispiel nutze in meinen Kampagnen Gedichte sehr häufig. Die Menschen entspannen sich dann, sie verstehen einander besser. Sie verstehen die Weltansicht der anderen und sie können gemeinsam identifizieren, wo sie hinwollen. Und ich glaube, das ist ganz dringend benötigt. Wenn wir die aktuelle Situation nicht angehen, dann werden wir eines Tages eine Situation haben, in der die Menschen in der Zukunft sich fragen werden, was für Menschen 2020, 2023 auf dieser Erde lebten. So wie wir uns heute die Pyramiden ansehen, die Pyramiden oder andere Monumente auf der Welt. Wir sehen uns die an, wir sehen diese großen Strukturen und wir fragen uns, warum wurden diese Gebäude gebaut? Wir sehen, und in Zukunft werden sich die Menschen die Skyscraper an die Wolkenkratzer und all das, und sie werden fragen, was waren das für Menschen? Warum haben sie das gemacht? Und jetzt können wir uns gemeinsam hinsetzen und unseren Lifestyle neu planen. Wir können den Konsum herunterschrauben. Wir können das Leben auf eine andere Art und Weise genießen. Und wie bereits gesagt wurde, Solidarität ist Liebe auf der Straße. Solidarität hat keine Grenzen. Es geht darum, einander die Hand zu reichen. Hier kommen Menschen aus verschiedenen Orten auf der Welt zusammen und wollen gemeinsam das System verändern. Und ich habe noch eine Frage im Chat gesehen. Warum eine Konferenz wie die in Cochabamba nicht weiter durchgeführt werden. Nun, ich denke, dass es nicht daran liegt, dass diese Meetings nicht benötigt werden. Ich glaube, dass hier politischer Druck ausgeübt wurde. Die Cochabamba-Konferenz 2010 war ein Ergebnis von Kopenhagen 2009, weil dort wurde nichts erreicht und deswegen gab es diese Konferenz 2010. Es gab viel Druck, dass Kopenhagen unterzeichnet werden sollte. Und es gab auch das Pariser Abkommen und eine Erweiterung dessen. Und dadurch wurde dieser Bedarf geschaffen, dass sich die Nationen treffen und solche Konferenzen durchführen, dass sie sich zum Beispiel in Bolivien mit anderen Ländern treffen, die gleiche Denkweise haben. Ich glaube, dass wir das in Zukunft auch wieder sehen werden. Wenn die COPs weiterhin keine Erfolge zeigen, wenn sie weiterhin nicht die Ursachen benennen, nämlich die Ausbreitung der fossilen Brennstoffe und eine tatsächliche Wende forcieren, dann muss etwas passieren. Dann müssen entweder die Regierungen oder die Menschen dieser Welt einen anderen Vorschlag machen. Es könnte zum Beispiel etwas anderes sein, wie zum Beispiel das, was wir in Cochabamba hatten, oder etwas noch Größeres in der Art. Das könnte benötigt werden. Ja, wir haben immer noch ein paar Minuten Zeit. Richtig, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht
Nimo hat bereits die Frage von Pia beantwortet, die Frage im Chat. Lakshmi, vielleicht könntest du noch mal etwas dazu sagen. Sie benennt Initiativen wie die People's Conference on Climate Change und Rights of Mother Earth. Was sind die Probleme mit diesen Initiativen, die so bottom-up entstehen? Was sind vielleicht auch die Chancen? Und dann haben wir noch eine Frage von Lian. Lian wird dann sich freischalten und mit uns sprechen. Ich glaube, das Problem mit ist, dass der demokratische Raum heutzutage klein wird. Das ist ein Problem. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir ganz sehr hart daran arbeiten, ihn immer weiter zu vergrößern. Je kleiner er wird, desto mehr versuchen wir es zu vergrößern. Ich denke, wir haben einen positiven Ansatz. Es gibt immer eine Möglichkeit, die COP in Frage zu stellen, herauszufordern. Und ich glaube, dass die Graswurzelbewegungen eine Stimme haben wird. Ich glaube, dass wir eine globale Stimme haben werden. Da sollten wir nicht zögern, das zu versuchen. Jetzt kommt ein Kommentar von Lian. Lian? Vielen Dank. Ich möchte etwas aus meiner Sicht dazu beitragen. Ich freue mich, dieser Diskussion zuzuhören. Erstens möchte ich sagen, was vorhin schon angesprochen wurde, Dinge, die zusammenhängen mit erneuerbaren Energien. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen in Indonesien können wir sagen, dieser Begriff erneuerbare Energien, der muss neu betrachtet werden und in Frage gestellt werden, weil dieses in vielen Zusammenhängen neokolonialistisch ist. Warum muss dieser Begriff neu bewertet und analysiert werden? Zunächst, was in diesem Zusammenhang vorgeschlagen wird, ist zum Beispiel Wasserenergie. Aber Wasserenergie in diesem Zusammenhang hat sich herausgestellt, dass sie auch verwendet wird, dass diese daraus entstandene Energie zum Beispiel für Bergbau, für Abbau von Ressourcen verwendet wird, die zum Beispiel für Elektroautos benötigt werden. Und deshalb wird in diesem Zusammenhang aktuell diskutiert, ob es neue Modelle gibt vielleicht. Und in Zusammenhang mit den Prozessen für die Produktion von Elektrofahrzeugen hat sich ergeben, dass durch die Exploitation dieser Ressourcen auch viel Umwelt und auch lokale Kultur zerstört wird. Das heißt, wir müssen diesen Begriff, der uns angeboten wird, immer wieder neu analysieren. Es wird häufig versucht, dahinter zu verstecken, dass Dinge legalisiert sind, werden, die eigentlich die Umwelt zerstören. Auch Lakshmi hat schon Ähnliches angesprochen. Zweitens möchte ich noch sagen, als Ergebnis unseres Gesprächs auch Umweltschutz. In diesem Zusammenhang gibt es auch Diskussionen, die hinterfragt werden müssen. Und wir müssen auch an uns selbst arbeiten und für uns selbst kämpfen. Wir müssen uns auch in Poso, in Zentral-Sulawesi, haben wir gesehen, dass wir aktuell benötigen Dinge, die wirklich von den Menschen benötigt werden. Und wenn wir über Umweltschutz sprechen, dann müssen wir eben auch die Bedürfnisse der Menschen in diesem Zusammenhang betrachten. Das heißt, wir kommen zurück zu dem Begriff der Solidarität.
Es geht hier um die Bedürfnisse der Menschen. Das heißt, wir müssen die Bedürfnisse der Menschen mit denen der Umwelt in Einklang bringen, miteinander verbinden. Und wir müssen eben auch nicht nur die Solidarität zwischen den Menschen daher betrachten, sondern auch die Solidarität des Menschen mit der Natur. Das heißt, Mensch und Kultur dürfen nicht einfach zu einem Objekt gemacht werden. Und in Zusammenhang mit unserer heutigen Diskussion sollten wir auch sehen, dass eben die neuen Überlegungen zur Dekolonisierung auch die betrachten, die Unterstützung, die an sich entwickelnde und Entwicklungsländer gegeben werden, dass dahinter häufig kolonialistische Bestrebungen verdeckt werden. Respon to Lian. Ya, betul sekali Lian, catatan-catatan itu sangat penting. Darauf möchte ich gerne einmal antworten. Soal kata-kata yang sering kali dipakai untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Das heißt, es werden häufig Begriffe verwendet, wohinter sich eben neokolonialistische Bestrebungen verstecken. Und es muss eben genau untersucht werden, was tatsächlich gerade passiert. Und nicht nur die Ausbeutung von Menschen, sondern auch der Natur. Und dies sind eben auch koloniale Bestrebungen. Das heißt, diese Dinge, Umweltschutz und entsprechende Hilfen werden dazu verwendet, um eben koloniale Strukturen weiterzuführen. Und auch den Extraktivismus, also die Exploitation von Ressourcen, wird dadurch eben fortgesetzt. Zum Beispiel, wie erwähnt wurde, in Zusammenhang mit Bergbau. Dass eben auch die lokale Bevölkerung dadurch unter Druck gesetzt wird. Und auch im Zusammenhang mit genmanipulierten Lebensmitteln. Denn auch wir erleben, dass eben das eigentliche positive Bestreben, das verkauft wird, nicht wirklich das ist, was gemeint ist. Das heißt, wir müssen neu analysieren, was sich hinter diesen scheinbar positiven Begriffen tatsächlich verbirgt. Vielleicht möchte noch jemand etwas dazu beitragen. Vielleicht möchte Nemo dazu auch noch etwas sagen. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag. Das ist ein sehr weites Thema und ich kann nur sagen, ja, ihr habt recht. Unsere Begriffe werden immer vom System enteignet. Und deswegen haben wir auch bei den Klimaverhandlungen solche Begriffe, zum Beispiel naturbasierte Lösungen. Und das wird dann nicht so definiert, wie es sein sollte. Das sind dann ganz andere Definitionen. Wir reden auch über indigene Völker, über die Gemeinschaften, die Communities. Und da geht es eigentlich immer nur darum, Unternehmensinteressen zu verfolgen und nicht die Interessen der Menschen vor Ort. Das sind so viele Probleme, von denen wir hier sprechen. Und dann werden Klimalösungen vorgestellt, Artenvielfaltlösungen werden vorgestellt. Und letztendlich sind die dann nicht vorteilhaft für die Menschen. Das führt nur zu weiterer Ungerechtigkeit oder Ungleichheit. Bei der Artenvielfalt müssen wir immer fragen, um welches Gebiet handelt es sich? Wird hier dekolonialisiert? Müssen Menschen das Gebiet verlassen? Müssen sie ihren natürlichen Lebensraum verlassen, den sie jahrhundertelang schon bewohnt haben? Und diese
Dinge müssen angesprochen werden und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, dass unsere Terminologie nicht kooptiert wird. Also es gibt wirklich sehr viele Probleme mit der Terminologie. Was ist Solidarität zum Beispiel? Und in Bezug auf die erneuerbaren Energien möchte ich auch etwas sagen. Wir sprechen von einer Energiewende. Und es geht hier nicht nur um kohlenstoffreiche zu kohlenstoffarmen Technologien. Wir müssen auch die Frage stellen, wie werden diese neuen Varianten produziert? Und häufig gibt es sehr viele Konflikte in den Gemeinschaften. Es geht jetzt nicht nur darum, einen Windpark einzurichten. Der Windpark führt nämlich dann zu Landraub. Da verlieren Menschen ihr Land. Und deswegen müssen wir sehr achtsam sein, sehr lebendig sein. Wir können nicht alles als Selbstverständlichkeit annehmen. Wir müssen vorsichtig sein und wir müssen die Konsequenzen all dessen immer betrachten. Danke für alle Fragen, die Sie hier gestellt haben. Wir haben jetzt noch 5 Minuten bis zum Ende unserer Veranstaltung. Denise, hast du noch etwas und haben wir noch etwas Zeit? Nein, ich glaube, wir haben alle Fragen aus dem Chat beantwortet und alle, die sich zuschalten wollten, haben das getan. Also ihr könnt gerne die Abschlussworte sprechen. Ja, vielleicht erstmal die Frage an Nemo. Hast du etwas, was du zum Schluss sagen möchtest? Eine Schlussfolgerung, eine Zusammenfassung? Nun, es ist immer schwierig, Tschüss zu sagen, aber bei Webinaren ist es doch manchmal auch ganz nett, Tschüss zu sagen. Aber es war mir schon eine Freude, heute hier zu sein und teilzunehmen. Es wurden sehr viele gute Fragen gestellt, gute Beiträge gemacht und das war sehr bereichernd für mich. Deswegen möchte ich gerne allen danken, die Teil dieser Diskussion waren. Vielen Dank an euch beide. Vielleicht kann ich noch einen organisatorischen Hinweis geben. Es wird nämlich am 29. Januar eine weitere Session geben. Und zwar geht es um es geht um die humanitäre Hilfe im Haus des Herrn. Aber jetzt hat Lakshmi das Wort für den Abschluss. Untuk Nemo Basi, saya belajar banyak dan juga dari pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Veranstaltung, dass ich hier etwas beitragen konnte und ich habe auch sehr vieles von euch gehört, was mich bereichert hat. Und als wichtiges Element dieser Diskussion sehe ich, dass wir weiterhin uns bemühen müssen, dass wir uns für unsere Belange einsetzen. Und natürlich ist dies keine einfache Aufgabe, die es zu bewältigen geht. Und vor allem die Länder des globalen Südens sehen sich hier großen Problemen gegenüber. Und insgesamt möchte ich sagen, ganz herzlichen Dank für dieses internationale Sprechen. Und allen Beteiligten spreche ich unseren Dank aus. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder im Rahmen dieser Diskussions- und Veranstaltungsreihe. Auf Wiedersehen.